Hi Leute, ich habe heute relativ lange geschlafen, muss ich sagen. Ich habe heute, glaube ich, bis um 12 oder so geschlafen. So lange habe ich ewig nicht mehr geschlafen. Also am Wochenende stelle ich mir meistens keinen Wecker. Meistens, je nachdem, außer man muss früh irgendwo hin. Aber ansonsten eigentlich nicht. Und trotzdem habe ich ewig nicht mehr so lange geschlafen. Ich weiß nicht, ob es gut getan hat oder nicht, muss ich ehrlich sagen. Einerseits natürlich, klar, weil der Körper braucht ja scheinbar den Schlaf. Sonst würde er sich den ja quasi nicht holen. Ich meine, das wird schon so sein. Aber andererseits denke ich mir, man hat so den halben Tag verpasst. Ist irgendwie auch scheiße. Ich war auch schon mal vorher zwischendurch, ich glaube, ich ging um 9 oder so wach. Aber irgendwie hatte ich dann noch nicht die Muse oder die Motivation, aufzustehen. Und deswegen habe ich es halt nicht gemacht. Und bin dann aber auch wieder eingeschlafen. Also ich hoffe, dass ich damit dann auch heute Abend vielleicht länger durchhalte und nicht so schnell müde werde. Weil sonst hätte ich mir vorstellen können, dass man schnell wieder müde wird. Das hatte ich ja gestern auch. Ich bin zwar gestern nicht mit dem Wecker aufgestanden, sondern doch wieder später, erst um 10 oder so. Weil ich es einfach nicht hinkriege. An manchen Tagen funktioniert es da. Wenn der 8.30 Uhr klingelt, stehe ich auch 8.30 Uhr auf. Manchmal schaffe ich es dann doch erst um 9 oder halb 10. Und ja, ich weiß nicht, manchmal halt auch einfach noch später, weil ich, ich weiß nicht, es nervt halt auch irgendwie. Ich hoffe, dass ich meinen Körper endlich so besser darauf regulieren kann. Aber gut, ich bin dafür meistens halt die Abende vorher auch sehr lange wach, wenn ich es halt nicht schaffe. Wenn ich dann halt doch mal bis um 1 oder so wach bin, was ich eigentlich selten bin, meistens so 23:00 Uhr. Aber manchmal dann doch bis um 1 oder ich glaube die eine Nacht, war es gestern Nacht, wo ich bis um 2 wach war? Ja, ich glaube, ich habe mir noch den neuesten Podcast von Saschka angehört. Ich versuche jetzt immer eigentlich, die regelmäßig zu hören. Ich musste ja ein paar Podcasts musste ich ja aufholen. Und jetzt bin ich jetzt endlich beim neuesten angekommen. Ist eigentlich ganz geil, so wenn man abends im Bett liegt oder so, sind die eigentlich richtig gut, finde ich. Sonst habe ich noch nie so oft Podcasts gehört, aber eigentlich sind die ganz geil, muss ich sagen. Ich glaube, meine Videos könnte man auch manchmal, also die Vlogs auf jeden Fall, wie Podcasts hören, weil manchmal rede ich ja einfach bloß, dann ist das Bild manchmal eh nicht so spannend. Ich könnte es natürlich spannender machen, aber warum sollte ich? Und deswegen könnte man meine Videos teilweise auch einfach wie so ein Podcast hören. Vielleicht ist das dann für euch auch einfacher. Müsst ihr selber entscheiden, entweder wenn ihr im Bett liegt oder, keine Ahnung, während ihr vielleicht euer Zimmer sauber macht oder irgendwas anderes. Statt mal Musik zu hören, meine Vlogs hören quasi. Wäre doch auch mal was, oder? Vorausgesetzt, zwischendurch sag ich mal, guckt mal hier und dann könnt ihr ganz kurz gucken oder so. I don't know. Müsst ihr selber entscheiden. Dafür habe ich dann aber mein Haul jetzt endlich zu Ende geschnitten. Ja, ich habe es endlich geschafft. Der für nächste Woche Mittwoch. Mann, war das anstrengend. Das glaubt ihr gar nicht. Also ich merke immer wieder, dass die Hauls, glaube ich, mit meinen aufwendigsten Videos sind. Wahrscheinlich sieht man das am Ende gar nicht so, dass die so aufwendig sind. Aber sowohl im Dreh als auch im Schnitt sind die aufwendig. Und sieht man wirklich, glaube ich, gar nicht am Ende. Bei den Urlaubsvideos, glaube ich, sieht man, dass die aufwendig sind. Aber ich glaube, die sind auch überwiegend nur aufwendig im Schnitt. Weil während des im Urlaub, wenn ich da einfach mal zwischendurch ein bisschen was aufnehme und drehe, dann sind die gar nicht so aufwendig. Also doch, sie sind dann wieder aufwendig, indem ich mich zu Hause hier hinsetze und davon rede. Aber ansonsten geht's eigentlich noch. Der Schnitt ist wirklich das Aufwendigste. Und bei einem Haul ist wirklich das Drehen und das Schneiden aufwendig. Und vorher noch die Vorarbeit, wo ich mir ein Word-Dokument anlege mit allen Sachen drauf, wo ich alles aufschreibe, wo ich mir, wenn ich die Preise noch irgendwo liegen habe, schreibe ich mir noch die Preise mit auf oder was weiß ich. Also es ist gar nicht so einfach, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, da sieht man das fast am wenigsten, glaube ich. Oder was heißt am wenigsten? Am wenigsten sieht man es hier, weil hier auch nicht so viel Arbeit drin steckt. Meistens zumindest. Was ich aber auch eine gute Abwechslung finde. Ich mag dieses von aufwendigen Videos und dann wieder nicht so aufwendigen Videos. Ich mag dieses manchmal ein bisschen mehr Aufwand und Arbeit in die Videos zu stecken. Ich mag es aber auch manchmal einfach mal nicht so viel Arbeit reinzustecken. Klar, es ist ja trotzdem Arbeit und Zeit, die ich da reinstecke, aber nicht so viel und wo alles ein bisschen entspannter ist. Und das mag ich halt auch ganz gerne. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass ich den Haul fertig geschnitten habe. Ich werde mir jetzt gleich noch ein Thumbnail raussuchen und das Thumbnail machen und dann werde ich das eigentlich auch schon hochladen, damit ich alles vorbereiten kann für nächste Woche Mittwoch. Das heißt dann noch Infobox machen und Infokarte, ja und den Abspann noch. Müsste ich eigentlich auch schon mal anfangen, den Vlog für nächste Woche Sonntag zu machen. Mache ich jetzt am Wochenende wahrscheinlich nicht mehr. Meine Eltern waren auch jetzt vormittags nicht da, weil die in Polen waren mit meinem Opa und mit meiner Tante.
meine Tante ist jetzt nochmal losgefahren, die kommt nachher wieder, ich denke mal mit meiner Cousine. Wo meine Eltern jetzt sind, weiß ich nicht. Mein Opa ist, glaube ich, wieder nach Hause gefahren. Oder nee, die haben meinen Opa nach Hause gebracht, so, weil ich glaube, die müssen ihn immer abholen und hierher bringen, weil sein Auto kaputt ist. Ah, dann bringen die wahrscheinlich gerade meinen Opa nach Hause. Okay, gut. Also wenn ich es jetzt nicht vercheckt habe, aber ich denke, das ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ja, und dann werden die, denke ich mal, auch gleich wiederkommen. Meine Tante, wie gesagt, kommt nachher wieder. Ich glaube, heute schneide ich den Vlog nicht mehr, weil, wie gesagt, wir haben ja dann heute Besuch. Und morgen auch nicht, weil morgen kriegen wir auch noch Besuch. Da kommt dann unter anderem noch also meine Tante und meine Cousine schlafen halt hier und sind dann morgen auch noch da. Und dann kommen morgen auch noch die beste Freundin von meiner Mom und ihr Sohn. Ich weiß nicht, ob noch mehr Leute kommen, aber von denen ist auf jeden Fall das, was ich weiß, dass sie kommen. Ich denke mal, das war's. I think. Ja, und dann komme ich halt eh nicht dazu. Vielleicht komme ich Montag dazu, dann den zu schneiden oder so. Aber montags, wie gesagt, mache ich ja oftmals meinen zweiten Sonntag. Vielleicht mache ich es auch erst Dienstag. Ich muss gucken. Ja, ich habe jetzt auch schon die erste Folge von der vierten Staffel von Luke die Woche und ich geguckt. Ich habe jetzt überlegt, noch weiter zu gucken. Aber dann dachte ich so, weiß ich nicht. Weil ich will ja dann wahrscheinlich immer so zwei Folgen gucken, wie ich das sonst auch immer mache mit normalen Serien. Dass ich so zwei Folgen am Tag gucke, weil die gehen ja auch immer so um die 45 Minuten da, so eine Folge von Luke. Und ja, und das passt dann besser, weil es insgesamt, die vierte Staffel hat, glaube ich, insgesamt 7 Folgen. Dann passt das besser, glaube ich. Obwohl, ja klar, ich gucke dann nachher auch noch Luke, die Schule und ich. Ich muss sehen, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht gucke ich auch an manchen Tagen mehr. Vielleicht auch nicht, so wie ich das bei manchen Serien ja auch gemacht habe, wo ich dann doch an manchen Tagen doch nochmal abends geguckt habe oder so. Mal sehen. Ja, dann war ich heute schon duschen. Ja, und danach habe ich halt gegessen und währenddessen Luke die Woche und ich geguckt. Vorher hatte ich schon ein bisschen geschnitten. Und dann habe ich halt eine Pause gemacht, wo ich halt duschen war und dann gegessen habe. Und dann habe ich halt Luke die Woche und ich da die eine Folge zu Ende geguckt und habe dann meinen Haul zu Ende geschnitten. Ich bin jetzt ein bisschen happy, dass er jetzt endlich, dass ich den jetzt fertig habe, weil es ist wirklich super aufwendig und anstrengend. Wie gesagt, das Einzige, was ich heute noch mache, ist halt alles vorbereiten schon für, wenn es dann hochgeladen, also wenn es dann online geht, alles, was man halt noch machen muss. Ich will auch eigentlich wieder einen neuen Haul drehen. Ich habe nämlich schon wieder ein paar Sachen dafür, einen neuen Haul. Ah, und ich muss sagen, ich habe noch nicht mal was für einen übernächsten Haul, sonst ist manchmal schon richtig viel. Und jetzt habe ich so, vielleicht muss ich das auch in zwei Hauls aufteilen, ich muss gucken. Ich muss aber erstmal dafür das Word-Dokument natürlich wieder vorbereiten. Aber ich will auch eh noch nicht drehen, weil ich immer noch diesen formschönen Pickel habe. Er ist schon kleiner geworden, aber er ist halt immer noch da. Und ich will erst drehen, wenn er weg ist. Also heute drehe ich nicht mehr, morgen wahrscheinlich auch nicht. Es wäre schön, wenn ich Montag drehen könnte. Ich glaube, aber Montag ist er auch noch nicht weg. Ich hoffe spätestens Dienstag. Weil Montag weiß ich auch eh nicht, ob ich da was mache. Because of zweiter Sonntag und so. Oder der Sonntag der Künstler, wie auch immer. Eigentlich der Musiker, aber ihr wisst, ich sag Sonntag der Künstler. Ja, I don't know. Ich hole da auch mal wieder so was Schönes von Fashion Nova an. Alter, ich liebe die Sachen einfach so. Guckt euch das an, ich liebe dieses Oberteil, ne? Das ist so toll. Mit diesem Netz und so. Mag ich richtig, richtig gerne. Und dazu habe ich jetzt einfach eine Leggings drunter gezogen, weil ich nicht gewusst hätte, was ich anders anziehen soll. Weil ich keinen Bock hatte auf eine Hose. Weil dafür ist es, glaube ich, ein bisschen zu warm. Und eine Jeanshose will ich hier im Haus jetzt nicht anziehen. Ich will lieber was Bequemes anziehen. Und eine Jogginghose sieht dazu nicht so geil aus. Deswegen, ja, es ist halt so. Ich weiß nicht, ob meine Eltern jetzt noch was anderes machen und woanders hinfahren. Oder ob sie nur meinen Opa wegbringen. I don't know. Ich glaube, meine Eltern kommen wieder, weil mein Hund bellt. Der bellt immer, wenn er irgendwas hört. Ich glaube, meine Eltern sind wieder da. Ich glaube schon. Ich glaube, sie kommen gerade wieder. Keine Ahnung, was ich ansonsten noch heute mache. Wahrscheinlich nur eben mit Familie und so. Das ist auch immer sehr, sehr schön, finde ich. Ist auch immer schön nach meinem eintönigen Alltag. In letzter Zeit ist mein Alltag ja doch immer ziemlich eintönig. Leider. Ich versuche es aber irgendwie wieder ein bisschen zu ändern. Und dann ist mir letztens auch wieder so eingefallen, eigentlich hätte ich mal wieder Bock, letztens, das war gestern, hätte ich mal wieder Bock, Laber-Videos zu machen, weil mir so Themen eingefallen sind, die man in Laber-Videos machen könnte. Und ich habe ja damals, das ist mir dann auch wieder eingefallen, die Laber-Videos beendet oder diese Rubrik abgebrochen oder
abgeschafft, einfach aus dem Grund, weil ich über viele Themen hier auch in den Vlogs rede. Und dann habe ich halt gedacht, da ist die Grenze einfach zu schwierig für mich. Wann habe ich viel zu einem Thema zu sagen und es wäre besser für ein Labervideo? Wann habe ich nicht so viel zu einem Thema zu sagen und es reicht, wenn ich es in einem Vlog anspreche? Deswegen war es so schwierig für mich, dass ich einfach gesagt habe, komm, mittlerweile berede ich so vieles in den Vlogs, dass ich einfach keine Labervideos mehr mache. Aber bei manchen Themen denke ich jetzt so, vor allem wenn ich jetzt teilweise so Labervideos, sage ich mal, von anderen YouTubern gucke, denke ich mir dann immer noch so, boah, eigentlich hätte ich da auch mal wieder Bock drauf, aber es ist so schwierig. Ich glaube, dann bleibe ich doch lieber bei den Vlogs, weil ich habe Angst, dass dann so ein Labervideo irgendwie so richtig langweilig wird. Labervideos sind, glaube ich, richtig cool mit anderen Leuten zusammen. Weil wenn du wirklich alleine nur über so ein Thema redest, ist es auch immer schwierig. Es ist immer noch schön mit einer zweiten Meinung oder mit einer zweiten Person, mit der du vielleicht so ein bisschen diskutieren könntest. So wie mein Labervideo zum Beispiel zu Games und so war. Ich habe ja mal zu Spielen und sowas, glaube ich, ein Labervideo gemacht. Und das war eigentlich auch ganz cool. Das habe ich damals mit Angie gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ganz cool. Weil ich habe auf jeden Fall noch ein Thema, was ich mal mit ein paar Leuten drüber, wo ich auch mit einem anderen paar Leuten drüber quatschen wollte, das wollte ich schon machen, wo ich halt noch die Labervideos gemacht habe, weil irgendwie kam man nie dazu. Ich weiß nicht, ob man jemals dazu kommt. Und dann gibt es eigentlich noch so viele andere Themen, worüber man reden könnte. Ich fand das auch so cool, das hat mich jetzt irgendwie auch dazu so inspiriert, seitdem ich halt die Podcasts höre. Also im Moment ja nur von Sascha und mit dem sie das zusammen macht, mit dem Elias. Ich wollte eigentlich auch mal von Kupferfuchs und Philipp Steuer, also von Nadine und Philipp halt, mal den Podcast hören. Der heißt, glaube ich, Nettgeflüster. Der von Sascha heißt Polly mit Sascha. Und finde ich halt eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, das habe ich jetzt so Gefallen dran gefunden. Deswegen müsste ich eigentlich mal bei dem Podcast von Nadine und Philipp eigentlich auch mal reinhören. Ja, weil eigentlich ist es ganz cool und ich glaube, Podcasts sind halt auch wirklich, also ich sag mal so, meine Vlogs sind ja auch fast wie ein Podcast. Wenn man halt einfach den Bildschirm ausmacht oder einfach nicht hinguckt, dann ist es ja auch wie so ein Podcast. Außer wenn ich immer sage, guckt mal hier oder tralala, aber ansonsten ist es ja auch so ähnlich. Aber Podcasts machen die meisten Leute ja immer mindestens mit einer weiteren Person, weil das einfach immer am besten ist, definitiv. Und zwei Leute halt, die halt über bestimmte Themen reden, ist halt eh immer cooler. Aber wenn einem selber nichts mehr einfällt, halt eine andere Person so. Es ist ja quasi eigentlich nur, dass man vielleicht zusammensitzt und über seinen Tag redet oder so. Ist zwar auch irgendwie komisch, aber würde ich auch cool finden, so Podcasts zu machen. Aber so sind ja im Endeffekt die Labervideos auch. Da ist es halt auch cooler, wenn man mit jemand anderes noch drüber redet. Und es gibt, finde ich, noch so viele Themen, wo man drüber reden könnte, auch mit anderen Leuten zusammen. Und ich weiß nicht, das würde ich einfach mega cool finden. Oder was ich gestern auch durch den Podcast mit Sascha da, Poddy mit Sascha, bei ihrem Podcast, die haben über psychische Krankheiten geredet. Und das fand ich so mega interessant. Und dann hat sie auch über so ein paar Dokus geredet. Und ich bin in letzter Zeit ja auch so mega auf dem Doku-Trip. Aber ich gucke so viele Natur-Dokus halt, so Tier-Dokus oder so, oder eben Natur oder sowas. Und dann ist mir eingefallen, ja klar, auf YouTube gibt es ja auch richtig viele Tierdoku sage ich jetzt schon wieder. Ja, gibt's auch. Deswegen gucke ich sie ja. Aber ich gucke halt Dokus auf Netflix und auf YouTube, je nachdem. Und dann ist mir eingefallen, ja klar, es gibt ja auch so über bestimmte Menschen oder so, über psychische Krankheiten oder tralala. Und ich weiß, dass Maria aus meiner Berufsschule hat auch ein paar Dokus bei YouTube gesehen, glaube ich. Sie hatte mir auch immer ein paar empfohlen. Ich habe die aber nie geschafft, irgendwie zu gucken. Und ich weiß auch leider gar nicht mehr, wie die hießen. Ich weiß nicht mal, habe ich mir das jemals aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Da gab es ja auch ein paar coole Sachen. Oder was heißt cool? Teilweise waren sie sehr creepy und mega krass. Und so von Leuten halt, die in irgendeiner Klapper sind oder so, was weiß ich. Also so richtig krasse Sachen. Und eigentlich wäre das auch mal mega interessant. Und das würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Würde ich auch gerne mal gucken. Dann wollte ich eigentlich mit dieses Jenke-Experiment, das habe ich auf jeden Fall mal aufgeschrieben, mit dem Drogen. Das wollte ich mir eigentlich auch mal angucken, habe ich aber bisher auch noch nicht geschafft. Ja, das ist leider das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber eigentlich will ich anfangen, wieder mehr Dokus zu gucken, weil eigentlich ist es voll schön, wenn man sich selber so weiterbildet. Aber wenn man es halt selber macht, dann ist es so freiwillig und dann macht es halt auch mehr Spaß, ne? Das finde ich halt eigentlich ganz cool, weil man ja sonst wahrscheinlich in der Schule meistens gar keinen Bock drauf hat. Und deswegen will ich auch eigentlich mehr Bücher lesen, so im Sinne von, die mich vielleicht ein bisschen weiterbilden. Das würde ich eigentlich auch mega cool finden, so. Dann hätte ich halt auch im Moment ein bisschen mehr, was ich so machen könnte und so. Und vor allem würde ich mich halt weiterbilden oder mich bestimmte Sachen
ein bisschen mehr lernen oder so über bestimmte Sachen oder dann dadurch ein bisschen mehr, also wenn ich mir so bestimmte Dokus angucke, habe ich halt auch ein bisschen mehr, worüber, wenn Leute darüber reden, kann ich auch was dazu steuern, weil ich halt auch ein bisschen was davon mitbekommen habe und da auch was zu sagen kann und das finde ich halt irgendwie auch cool. Würde ich eigentlich gerne mehr machen von und mal sehen, vielleicht kann ich das ja mit in meinen Alltag irgendwie mit integrieren. Vielleicht schaffe ich das ja auch, das wäre eigentlich auch ganz cool. Okay, gut. Ich rede in letzter Zeit richtig viel, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit eine Menge zu sagen, wie ihr merkt. Ups. Naja, so ist das eben. Don't leave me here forever. Don't let me be alone. Just you and me together. Don't let me lose her. Schon wieder so vor, als hätte ich mich ewig nicht gemeldet. Dabei habe ich mich erst gestern gemeldet. Aber irgendwie ist das so krass. Irgendwie weiß ich nicht. Fühlt es sich schon wieder an, als hätte ich mich ewig nicht gemeldet. Ja, gestern, wie gesagt, kam mir noch Besuch. Also meine Tante kam mir dann nochmal wieder. Ohne meine Cousine. Meine Cousine kam erst später, weil sie noch beim Pferd war. Und dann saßen halt meine Eltern und meine Tante und ich halt draußen, haben so ein bisschen gechillt. Und mein Vater hat zwischendurch dann noch Fußball angemacht. Wir hatten hier drin, hatten wir noch geguckt, das Spiel von Island. Wir sind für Island. Mein Vater hat auch ein Island-Shirt. Also wenn wir sagen, wir sind für Island. Ich bin nicht so der Mega-Fußball-Fan. Ich gucke das wirklich nur so teilweise. Eigentlich interessiert mich das halt wirklich null. Ich bin echt nicht so ein Fan von Fußball. Klar gucke ich auch die Deutschland-Spiele. Weil wir da meistens alle zusammensitzen und ich finde es halt immer schön, wenn wir alle zusammensitzen, so Freunde, Familie und so. Ist schon immer schön. Ist nur schade, dass es nur deswegen ist, weil ich bin in der Zeit eh mehr am Handy oder zwischendurch gehe ich immer kurz weg und gehe woanders hin, vorausgesetzt, wir gucken halt hier bei uns zu Hause. Ja, jetzt das erste Deutschlandspiel war ja nicht so gut, das gegen Mexiko. Aber ich weiß nicht, ich bin weder traurig, noch wenn Deutschland gewinnt, bin ich glücklich. Ich weiß nicht, ich kann damit leider nichts anfangen. Das ist halt einfach so. Ich kann mich dafür null begeistern. Es ist natürlich schön, wenn sich andere dafür begeistern können. Ich finde nur dieses Überdramatisieren unglaublich anstrengend. Noch schlimmer ist es ja eigentlich fast für, also jetzt nicht so Nationalzeug hier, eben was so WM oder EM ist, sondern eher, wie heißt das? Keine Ahnung, auf jeden Fall sowas, was halt diese ganz normalen Spiele halt, wo, keine Ahnung, Hertha, Dortmund und ach, diese ganzen Städte halt, so keine Ahnung, sowas halt. Wenn, ich weiß, wie gesagt, ich setze mich nicht mit Fußball auseinander. Ich weiß, dass bestimmt irgendwas, was ich gesagt habe, falsch war. Don't judge me. Ich möchte mich damit auch nicht so wirklich auseinandersetzen. Es ist halt, ja, ich kann mich dafür halt einfach nicht begeistern. Ja, wie gesagt, aber da ist es ja manchmal sogar noch schlimmer. Ich meine, so diesen Hass teilweise. Klar ist dann dadurch auch wieder viel Liebe, zumindest aber dafür die Mannschaft, wo man so dann aber sonst auch überhaupt nicht. Das ist einfach irgendwie mega traurig. Aber egal, ist mir egal. Ich will mich da auch nicht mega beschweren, weil es wäre ja auch dämlich. Ich beschwere mich über die Leute, die sich beschweren bezüglich, oh, wenn Deutschland verliert oder was weiß ich, will ich ja auch nicht, weil dann bin ich ja im Endeffekt auch nicht anders. Deswegen lasse ich das einfach so über mich ergehen. Ja, wie gesagt, haben wir halt gestern dann noch so draußen im Garten gesessen und gechillt.
Dann kam später meine Cousine nach, dann haben wir gegrillt. Und dann kam spätabends dann noch mein Cousin. Und dann saßen wir noch in der Küche, haben da ein bisschen gequatscht, was getrunken und ja, Musik gehört. Zwischendurch noch Fußball geguckt natürlich, weil es laufen ja, glaube ich, 3 Spiele immer am Tag, außer gestern, also samstags 4 irgendwie. Keine Ahnung, mega viel auf jeden Fall. Und dann sind wir eigentlich alle gegen 0 Uhr noch was. Ich glaube, kurz vor 1 oder so, glaube ich, ins Bett, wenn ich mich nicht irre. Ich bin aber länger wach geblieben. Einfach aus dem Grund, weil ich, eigentlich wollte ich sofort schlafen, aber irgendwie habe ich mich dann so in die Bildbearbeitung festgesetzt. Ich habe am Handy angefangen, so Bilder zu bearbeiten. Habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. So krass bearbeite ich am Handy eigentlich gar nicht, weil ich das irgendwie so scheiße finde, am Handy Bilder zu bearbeiten. Aber ich habe da gestern irgendwie so den Gefallen dran gefunden, dass mir das irgendwie zwischendurch so viel Spaß gemacht hat. Naja, und dann habe ich es einfach gemacht. Und dann war es schon wieder 3 Uhr oder so. 3 Uhr noch was. Dann habe ich schon die Vögel zwitschern gehört. Aber ich glaube, es war echt schön, mit Vogelgezwitscher einzuschlafen. Wirklich, das war echt schön entspannt. So wie ich teilweise manchmal die Frösche höre, die an unserem Teich hier im Dorf sind. Die sind ein bisschen weiter weg. Aber man hört die trotzdem, wenn es alles ruhig ist, so laut. Das ist einfach irgendwie mega schön, finde ich, dazu einzuschlafen, wenn man halt mit Fenster offen schläft. Ich schlafe ja in letzter Zeit nicht mehr mit so Sperrangelweitfenster offen, sondern nur noch mit angeklappt. Weil es ja jetzt nicht mehr so warm ist. Obwohl es gestern und heute doch wieder ziemlich heiß war. Naja, wie gesagt, und dann heute noch zum Mittag war dann mein Opa da. Dann haben wir Mittag gegessen. Ich ein bisschen später, weil ich später aufgestanden bin. Der Tisch wäre eh voll gewesen. Also als die fertig waren, kam ich quasi runter. Ich war 12.15 Uhr oder so bin ich aufgestanden. Dann habe ich mich natürlich erstmal fertig gemacht und so. Ja, und dann habe ich erstmal auch noch nicht gleich gegessen, weil ich erst noch nicht so Lust hatte. Ich wollte erstmal kurz richtig wach werden, dann habe ich gegessen. Ja, und dann haben wir eigentlich auch, also immer zwischendurch saß ich im Garten, dann wieder hier drin, immer so ein bisschen hin und her. Und dann kam dann schon eigentlich die beste Freundin von meiner Mom und ihr Sohn, wegen Fußball gucken halt. Sie hat noch was genäht und dann, haben wir Fußball geguckt. Ja, die beste Freundin meiner Mom und ihr Sohn sind dann gleich los. Und meine Tante, mein Cousin und meine Cousine haben noch hier gegessen und dann sind sie jetzt auch los. Ja, es spielt ja auch gerade Brasilien, deswegen habe ich Brasilien-Sachen an, weil ich habe einmal ein Brasilien-Shirt und darunter ein Brasilien-Kleid. Ich habe keine Deutschland-Sachen, doch hier den Ohrring, wow, da habe ich mittlerweile auch nur noch einen, weil ich den anderen mal verloren habe, glaube ich. Wahnsinn, oder? Und mehr habe ich eigentlich gar nicht, weil ich mir nie was gekauft habe. Die Brasilien-Dinger habe ich mir mal bei Forever 18 damals, glaube ich, gekauft. Und seitdem habe ich das Kleid und das T-Shirt. Ich gucke das gerade gar nicht so. Aber ich habe gedacht, komm, ziehe ich einfach mal an. Weil sonst ziehe ich das irgendwie auch nicht an. Ich weiß nicht, warum ich die ganzen Brasilien-Sachen habe. Ich habe die mir irgendwann einfach mal gekauft, weil ich das cool fand. Obwohl jetzt Gelb und Grün nicht so wirklich meine Farben sind. Aber ich fand das so cool, dass ich gedacht habe, Mensch, einfach mal mitnehmen. Ja, wie gesagt, das fand ich so gut, dass ich dann gedacht habe, ja, ist super. Passt so. Hat mega. Ziehe ich deswegen zwar auch nicht oft an, aber ich will es halt auch nicht wegschmeißen oder verkaufen oder so, weil, keine Ahnung, ich mag es trotzdem irgendwie. Ja, die spielen halt gerade. Und es steht, glaube ich, gerade 1-0. I don't know. Wie gesagt, ich gucke das ja nicht so wirklich. Ich habe auch Samstag, also gestern, doch nicht mehr das Thumbnail für mein fertig geschnittenes Video gemacht. Habe somit auch noch nicht hochgeladen. Und habe somit auch noch nicht Infobox und Infokarte und Abspann gemacht. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Dann habe ich gestern aber dafür eine Folge Luke, die Woche und ich geguckt. Ich gucke heute vielleicht noch 2 Folgen oder so, mal gucken. Und gucke dann, weiß ich nicht, Montag dann auch wieder 2. Ich wollte erst gestern noch eine Folge gucken, aber das habe ich dann doch irgendwie gelassen. Ich weiß noch nicht, vielleicht gucke ich auch nichts heute, weil ich wollte es jetzt quasi ja so gucken, wie ich meine anderen Serien gucke, dass ich dann auch immer so am Tag vielleicht 2 Folgen gucke, je nachdem. Ich glaube, das hatte ich gestern auch schon erzählt, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und ansonsten, wie gesagt, mache ich mein Video noch fertig. Schneiden werde ich heute nicht mehr den Vlog für nächste Woche Sonntag. Das mache ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich morgen was mache, weil ihr wisst ja, Montag ist für mich immer mein zweiter Sonntag, wenn ich nichts vorhabe. Und ansonsten mache ich es halt Dienstag oder so, wenn ich nichts vorhabe, mal gucken. Aber ich, das,
Heute glaube ich nicht mehr. Und wenn ich heute auch nicht Luke gucke, dann gucke ich halt, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder YouTube oder so. Da muss ich auch wieder ein paar Sachen gucken. Also von einigen YouTubern habe ich wieder ein bisschen was nachzuholen. Bei Gronkh natürlich immer, aber da versuche ich eigentlich immer ein bisschen zu warten, damit ich wieder ein bisschen mehr aufholen muss. Manchmal kann ich mich nicht zusammenreißen, weil ich es einfach zu gerne gucke, vor allem abends vorm ins Bett gehen oder so. Ich gucke halt einfach zu gerne Gronkh Let's Plays. Aber weiß ich nur nicht, mal sehen. Ja, ich hatte heute auch was anderes an, aber das habe ich mir jetzt einfach angezogen, weil Brasilien spielt. Ich mache das auch alles nur, weil es alle machen. Das ist eigentlich auch dumm. Aber ich sag mal so, ich würde jetzt nicht das schlimm finden, wenn ich ein Deutschlandspiel verpassen würde oder so. Ich weiß nicht, bin da halt einfach nicht so. Ich habe auch das Gefühl, das ist wieder nur so ein Gesellschaftsscheiß-Geldding oder so. Puh, weiß ich nicht. Aber es ist ja auch in Ordnung, wenn Leute das ganz cool finden oder so. Jeder hat ja, wie gesagt, seine eigene Meinung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich interessiere mich für das ganze YouTube-Ding. Interessiert ja die meisten oder viele Leute auch nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Jeder hat ja so andere Interessengebiete. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und für Sportarten interessiere ich mich halt eh nicht so krass. Ich bin ja auch selber nicht so der mega sportliche Mensch. Und ja, weiß ich nicht. Ist halt einfach nicht so meins, ne? Aber ich denke, das ist in Ordnung. Gut. Mehr gibt's heute, glaube ich, wirklich nicht zu sagen. Es war trotzdem ein schönes Wochenende. Okay. Peace.